So, herzlich willkommen zu meinem Videoblog. Mein Name ist Mira, Mann im roten Anzug. Heute sprechen wir über eine weitere Technik des Energy Flow, über eine Einstellung. Dazu eine kleine Mathematikaufgabe. 1 plus 1 gleich 2. 2 plus 2 gleich 4. 3 plus 3 gleich 7. Und 4 plus 4 gleich 8. Was fällt dir hier auf? Ja, jetzt wirst du sagen, 3 plus 3 ist nicht 7, sondern 6. Damit hast du recht. Mathematisch gesehen ist das nicht richtig. 3 plus 3 ist gleich 6. Stell dir bitte vor, ein Kind kommt mit dieser Arbeit, das ist die erste Mathearbeit, nach Hause und sagt, Mama, Papa, guck mal hier, ich habe meine erste Arbeit geschrieben. Und die Eltern schauen sich die Arbeit an und sagen, Dummkopf, 3 plus 3 ist nicht 7, sondern 6. Ein anderes Kind kommt mit derselben Arbeit nach Hause und die Eltern schauen sich die Arbeit an und sagen, prima, toll, mein Kind, du hast drei richtige. Du hast drei richtige von vier Aufgaben gelöst. Prima, das sind 75% der Aufgaben hast du richtig gemacht. Und, naja, 3 plus 3 ist nicht 7, kann passieren. Demnächst 18 drauf ist nämlich 6, aber du hast drei Aufgaben richtig gemacht. Prima, wirklich toll. Frage, welches Kind wird sich geliebter fühlen? Wahrscheinlich Kind 2. Es wird motivierter sein, es wird glücklicher sein. Ähnlich ist es auch im Leben. Sehr häufig konzentrieren wir uns auf das, was nicht gut ist. 25% dieser Aufgaben ist nicht richtig und wir konzentrieren uns auf das. Ist es manchmal im Leben nicht anders, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir nicht haben, was nicht gut funktioniert, wo der Fehler ist? Ist es da nicht besser, wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir haben, wofür wir dankbar sein können, was gut ist in unserem Leben? Und ich bin der Überzeugung, dass die meisten Dinge im Leben gut sind. Wir sind gesund, wir haben Kleider am Leib, ein Dach über dem Kopf, wir haben Familie, alles, was wir benötigen fürs Leben. Daher fordere ich dich auch auf, konzentriere dich auf das, was gut ist. Konzentriere dich auf das, was du hast und nicht das, was du nicht hast. Das macht uns unglücklich, wenn wir uns auf das konzentrieren. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg bei der Umsetzung dieser Technik. Und zwar die Konzentration auf das, was wir haben.